Leute, herzlich willkommen zurück zu Craft Attack 4 mit mir, Basti Zockt. Und ja, in der heutigen Folge soll das Ganze jetzt alles hier so ein bisschen ruhiger ablaufen. Ihr könnt jetzt sehen, auf dem Server sind gerade Spark, ich und Earlyboy und die Zinus Cam. Keine Ahnung, was Zinus macht. Der fliegt vielleicht ein bisschen um sein tolles Haus rum. Schaut auf jeden Fall beim Zinus mal vorbei, der baut wirklich tolle Häuser und jetzt ist er weg. Okay, ich möchte mich erstmal jetzt ganz fett bei Kevin bedanken. Wer die letzten beiden Folgen geguckt hat, die Eskalationsfolgen, weiß, dass Kevin auch etwas damit zu tun hatte, beziehungsweise hat. Ja, er hat natürlich dann auch geholfen, das Ganze wieder so ein bisschen aufzubauen. Er hat mir wieder Wolle gegeben, wobei ich kümmere mich selbst drum, das irgendwann hier wieder richtig aufzubauen. Allerdings habe ich jetzt gerade keine Motivation dazu. Ich habe meine Farm, hinten habe ich wieder alles richtig angepflanzt. Muss nur gucken, dass das Lager wieder richtig steht und so weiter. Aber das mache ich alles ganz gemütlich dann. Und Kevin hat einfach zur Entschädigung, weil er ja auch was dazu beigetragen hat zur Eskalation, hat er mir 3 Bücher geschenkt. 3 fucking Mending-Bücher. Und deswegen würde ich mir jetzt einfach mega wünschen, dass ihr alle zum Kevin rübergeht auf seinen Kanal und einfach Danke von Basti und ein Herzchen in die Kommentare schreibt. Oder bei ihm im Stream. Der streamt ja so gut wie jeden Tag. Einfach dann ein Danke von mir ausrichten. Ich habe ihm in seinem Stream, habe ich ihm schon Danke geschrieben. Aber ich fände es cool, wenn das meine Community nochmal machen würde. Weil ein ganz wichtiges Thema einfach ist auch aktuell. Leute, wir hassen uns nicht. Ich hasse Earlyboy nicht dafür, dass er das Haus gesprengt hat, was auch nicht viel war. Ich hasse ihn nicht dafür, dass er meine ganzen Items zerstört hat. Ich habe da nichts dagegen. Ich weiß, das ist ein Spiel. Es war viel Arbeit. Ich ärgere mich drüber. Aber es ist okay. Es ist okay, weil es ist eben nur ein Spiel. Und das muss auch teilweise euch klar werden. Und ich bin da wirklich glücklich drüber, dass meine Community das verstanden hat. Ihr könnt mal auf die Videos von gestern gehen. Gut, es ist zu diesem Zeitpunkt hier ist bis jetzt nur eines online, nämlich das, in dem mich Gamers Time sozusagen bezahlt hat für die Tode an Earlyboy. Das ist online gegangen, der Rest ist noch nicht online. Von daher weiß ich nicht, wie es ausgegangen ist, aber ich habe das gute Gefühl, dass es gut ankommt und dass kein Hate kommt. Die Leute, die gehatet haben, die wurden automatisch von meinem Bannsystem von YouTube blockiert. Die können auf meinem Kanal dann keine Kommentare mehr schreiben. Auf sowas gehe ich dann auch überhaupt nicht ein. Verpiss dich, mein kleiner Zombie. Ja, von daher einfach, Leute. Es ist ein verdammtes Spiel. Es ist im Prinzip, wie wenn ihr den Fernseher einschalten würdet. Es kommt eine Serie, nehmen wir einfach mal als Beispiel The Walking Dead. Und da macht ein Charakter aus The Walking Dead irgendetwas, was, ich sag mal, im Drehbuch steht. Gut, wir haben hier kein Drehbuch, aber es ist dennoch ein verdammtes Spiel. Das ist nicht das echte Leben. Ich habe nicht das echte Haus von Earlyboy in die Luft gejagt. Ich habe, ja, versucht es einfach, also ich weiß, die meisten haben es verstanden. Die fanden es auch cool. Die fanden es als Unterhaltung richtig cool. Und da möchte ich mich auch einfach bei euch bedanken, dass ihr das verstanden habt. So, jetzt mache ich mich allerdings gerade auf den Weg in Richtung Monster Farm. Weil wie ihr wisst, habe ich ja eben diese 3 Mending-Bücher bekommen. Und Alter, Alter. Und die würde ich halt auch gerne benutzen, ne? Ich muss gucken, dass ich mein Essen irgendwie wieder zustande, also viel Essen bekomme, weil das wurde mir ja auch alles... Ist das ein Ernst? Ist das ein fucking Ernst? Aua! Ey, jetzt ist aber mal Schluss hier. Sag mal, ich will nur zum Monster-Spawner. So, was wollte ich denn jetzt noch sagen? Ja, auf jeden Fall danke, dass ihr da so cool mit umgegangen seid. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil ich ja schon öfters mal was mit Earlyboy hatte. Und ja, auf jeden Fall danke von meiner Seite da auch nochmal. So, ich würde nämlich jetzt gerne auf... Oh ne, ich höre eine Hexe. Oh verdammt, oh verdammt, oh verdammt, oh verdammt.
Schnell weg hier. So. Was? Oh, nee, 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 nee. Alter, noch ein Skelett. Wollt ihr mich komplett verarschen? Geht jetzt mal weg hier. Sag mal. Was soll sie... Alter. Tauch mal auf hier. Puh. Ja. Auftauchen. Alles gut, Basti. Alles gut. Wie komme ich denn hier raus am besten? Ich möchte einfach nur zum Monster-Spawner. Mehr möchte ich nicht. Ja, hier komme ich gut raus. So. Ja. Und jetzt ist alles so einfach jetzt eine chillige Folge, möchte ich jetzt mal sagen, weil, ja, es war schon anstrengend, dieser Stream, weil alles einfach so laut war. Ich war auch laut, logisch, aber ja, gut. So. Und was ist denn das da für ein Bogen eigentlich? Power! Okay, ja gut, ich habe eh einen guten Bogen. Da möchte ich einfach nur Manding drauf haben. Und für Man... Warte mal. Oh, hier ist kein Amboss. Verdammt. Okay, ja, ich habe einen Amboss zu Hause stehen. Von daher ist es auch kein Problem. Ich habe hier noch Kartoffeln. Okay, die esse ich mal. Die bringen nur ein halbes Ding. Oh Mann. Also ich brauche ca. 20 Level. Und damit das Ganze nicht so schwierig wird... also so anstrengend jetzt wird zum Zuhören, habe ich mir gedacht, ich gehe jetzt einfach hin und sage, Leute, ihr könnt mir auf Twitter, könnt ihr mir ein paar Fragen stellen, und ich lese die einfach vor dann in der Folge und beantworte sie sozusagen. Von daher, ja, einmal, zweimal, dreimal. So, es geht eigentlich relativ schnell. Also ja, ich möchte ein, zwei Fragen beantworten. Ne? Muss mal gucken, ob ich das jetzt hier aufhabe. So, und zwar, also wenn ich es nicht vergesse, möchte ich die mit Push einblenden dann, damit ihr die sehen könnt, damit ihr Fragensteller auch verewigt seid. Ach ja, übrigens, Twitter, Leute. Wenn etwas ausfällt, wenn eine Folge nicht kommt oder wenn eine Folge nochmal hochgeladen wird oder wenn es irgendwas Wichtiges gibt, dann schaut immer zuerst auf Twitter, wenn ihr nicht wisst, um was es geht oder was jetzt gerade los ist. Ihr könnt euch sicher sein, dass ich auf Twitter irgendwas dazu geschrieben habe. Zum Beispiel hat die Lucky Rush Folge von vorgestern, die war nicht richtig in der Abo-Box. Da hatte ich nach einer Stunde 200 Views oder so und das ist einfach nicht normal. Da lag irgendwas an YouTube und dann habe ich die Folge abends nochmal hochgeladen. Und ich habe das auf Twitter angekündigt. Doch, leider benutzen nicht so viele Twitter, was ich extrem schade finde. Kam dann immer, warum hast du die jetzt nochmal hochgeladen? Hä? Verstehe ich nicht. Ich hab's auf Twitter geschrieben, Leute. Schaut einfach auf Twitter. Ihr könnt mir auf Twitter folgen. Twitter ist in der Beschreibung verlinkt. Ihr müsst nicht mal einen Twitter-Account haben. Ihr müsst einfach nur auf meine Twitter-Page gehen und da steht dann, was ich als letztes gepostet habe. So. Ja, und nur nochmal dazu einfach. Oh, Eisenstiefel, ein bisschen nicht verzaubert, ne? So. Gut, und jetzt zu einer Frage von mein Expert LP. Hashtag fragt Basti, warum hast du mal für kurze Zeit deine Abonnenten ausgestellt? Das war so um den Zeitpunkt Februar, nee, März, April war das. März, April 2016. Dort ging es aus irgendeinem Grund, den ich mir bis heute noch nicht erklären kann, mit meinem Kanal bergab. Also wirklich steil bergab. Es wurde gar nichts mehr geguckt, keiner hat sich mehr für meine Videos interessiert und dann habe ich ein Video gemacht. Leute, es reicht, ich will wissen, was los ist, warum guckt ihr nicht mehr die Videos? Was mache ich falsch? So, und da habe ich gesagt, wenn euch nicht gefällt, was ich mache, sollen sie mich deabonnieren. Dann habe ich so circa 2.000 bis 3.000 Deabos gemacht in einem Monat. Und in den Kommentaren hat es dann angefangen. Da ging es dann nicht mehr um den Inhalt des Videos. Es ging dann nur noch darum, warum ich so viele Abonnenten verliere. Ja. Warum? Dann habe ich, das hat mich dann genervt. Dann habe ich gesagt, ihr guckt zu sehr auf die Abozahl, es ist egal. Dann habe ich die Abozahl ausgemacht. Dann war die Abozahl circa einen Monat aus. Und dann waren die Kommentare voll, wie viele Abonnenten hat der? Was? Hä? Und so, weißt du, wie ich meine? Ne? Also, dann ging es da los mit dem Motzen. Und dann habe ich gesagt, gut, ich habe wieder dann Abonnentenzuwachs gemacht.
Und dann war es den Leuten auch irgendwie egal. Und dann habe ich sie wieder angemacht. Und seitdem wird in den Kommentaren nicht mehr über meine Abonnentenzahl diskutiert. Ich weiß nicht. Ich habe einfach das Gefühl, ihr Zuschauer da draußen, also fühlt euch jetzt nicht angesprochen, wenn es ihr nicht seid, aber ich habe das Gefühl, ihr guckt, wie viele Klicks macht der YouTuber. Wenn er viele Klicks macht, dann ist er cool. Wenn er nicht viele Klicks macht, ist er uncool. Wenn er einen Abonnentenzuwachs hat von 10.000 Abonnenten die Sekunde, ist er richtig cool. Wenn er Minusabonnenten macht, ist es ein richtiges Arschloch. Also, warum guckt ihr darauf? Warum geht ihr nicht hin, schaut ein Video, sagt, hey, der Typ gefällt mir und achtet nicht auf die Zahlen, die er schon hat. Wisst ihr, das verstehe ich einfach teilweise nicht. Und deswegen war das halt eben zu dem Zeitpunkt, wo ich dann die Abozahl ausgemacht habe. So, gut, das war die Frage von MeinExpertLP. Dann hat, Moment, muss mal gucken. Hier, Kronos hat geschrieben, wer denkst du wird Varro 4 gewinnen und denkst du, dass dieses Varro eine sehr coole Staffel wird? Varro 4, ja, wer gewinnen wird, kann man definitiv nicht sagen. Ich bin in Varro 3 davon ausgegangen, dass Veni gewinnen wird und da ist auch etwas passiert, womit keiner rechnen konnte, nämlich die Border, ne, wurde zum Todesurteil für Basti und Veni. Und von daher, man kann es nicht sagen, wer Varro 4 gewinnt. Ich glaube, es wird eine coole Staffel und es sind coole Leute mit dabei, einige neue. Und ich freue mich da drauf. Ich freue mich auf Weiß-Weiß und ja, ich denke, wir regeln das. So, muss ich mal gucken, wie lange habe ich denn jetzt schon aufgenommen. So, okay, wir sind bei 11 Minuten und ich habe meine Levelzahl erreicht. Jetzt gehen wir gleich, also ich töte noch diese Welle hier und dann gehe ich hoch und verzauber den Bogen mit Manding und dann gehe ich offscreen nochmal runter und repariere den Bogen, weil der Bogen, der ist schon mega wertvoll, muss man sagen. Den hätte ich absolut gerne, den würde ich absolut gerne weiterhin behalten. Muss mal gucken, Kevin hat glaube ich auch einen Amboss, von daher gehe ich da mal vorbei und guck mal. So, 19 Level. Ich glaube, das reicht, um den Bogen mit Manding zu verzaubern. Deswegen gehe ich jetzt mal nach oben und guck mal nach, ob das auch wirklich reicht. So. Oh, also mein großes Manko, sage ich mal, ist definitiv jetzt das Essen, wo ich besser drauf achten muss. Weil mir wurde ja alles genommen. Ne? Also gut, ich beklagt mich, aber ich bin auch selber schuld. Von daher macht es auch nichts. Also, ich, klar, logisch ist es ärgerlich, aber ich akzeptiere es. Ich bin selber schuld, aber trotzdem darf man sich drüber ärgern, oder? Wie seht ihr das? So, Kevin, der hat hier einen Amboss. Kevin, nochmal danke für deine Manding-Bücher und es reicht tatsächlich hier. Wir haben das Ganze jetzt mit Manding verzaubert und jetzt gibt es wieder bestimmt einige. Die waren bei Craft Attack 3 nicht dabei oder die sind nicht so wirklich mit der Materie hier. Minecraft vertraut, Manding ist eine Verzauberung, die repariert Items, wenn man Level bekommt. Ich kann es nochmal kurz demonstrieren. Wir gehen nochmal runter zum Zombie-Spawner. Und dann können wir, da kann ich euch das nochmal kurz demonstrieren. So, whoops, ab nach unten. Also ihr seht jetzt hier, der Bogen, der ist hier im orangenen Bereich. Und meine anderen Rüstungsteile haben kein Manding, von daher werden die nicht repariert. Aber ihr könnt mal auf den Bogen gucken. Guck, warte, seht man das schon? Das fühlt sich ein bisschen auf. Ich kann mal den Bogen hier in die Offhand nehmen. Und dann seht ihr, wie der Bogen zuckt. Achtung, ich muss mal kurz auf die Zombies warten. Der Bogen, wenn er so leicht zuckt, dann repariert er sich automatisch. Moment, müssen wir auf ein paar Zombies warten. Und dann habe ich hier nämlich den ultimativen Bogen mit Merkel. So. So, die sterben und ich bekomme... Seht ihr das? Wie der Bogen gezuckt hat? So, jetzt nochmal. Die ganzen Level sorgen dafür, dass der Bogen repariert wird. Und das mache ich jetzt offscreen noch ein bisschen. Ich hoffe, euch hat diese ruhige, gechillte Folge gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da.
Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns morgen wieder bei Craft Attack. Und tschüss.